Wir sind wieder auf meinem Desktop. Ihr seid jetzt dazu angehalten, dadurch, dass es keine Vorlesung von Albert gab. Ich mache jetzt quasi alles vor, wenn ich irgendwo zu schnell bin oder was nicht anständig erkläre. Sagt sofort Bescheid, dann können wir das besser jetzt machen, als hinterher irgendwie dann im stillen Kämmerchen zu klären. Ne? Haben wir es auch auf der Aufnahme drauf, hilft allen viel, viel besser. Das ist die zweite Aufgabe. Das ist die erste Aufgabe. Albert hat in seiner Vergangenheit viele, viele Code-Generatoren geschrieben. Die hießen immer mal anders. Das aktuelle und momentan auch bei mir irgendwie der Favorit ist FuLib. Dazu hat er ein schönes weiteres Projekt aus dem Boden gestampft. Das nennt sich FuLib.org. Und was das ist, zeige ich euch jetzt. Das sind die vorhin angesprochenen Szenarios, diese Freitext-Szenarios. Wie die funktionieren, sage ich gleich. Ich erkläre erstmal den Aufbau der Seite. Ich habe das extra hier ein bisschen größer gemacht. Normalerweise sieht die so aus, was man wahrscheinlich nur so grob erkennen kann. Ich zoome gleich wieder ran. Oben links haben wir die Szenarios, die wir einfach in, ich glaube, das ist Markdown-Notation runterschreiben können. Rechts davon steht so Java-Testcode drüber. Ja, wir generieren die Tests. Das kann man auch, hat sich Albert bei sich gedacht und hat dann mal angefangen zu hacken. Natürlich sollen wir nicht alle Tests generieren, es geht wieder um die Tests für das Datenmodell. Weil, ne, Datenmodell, wenn wir es generieren, können wir es auch generiert testen. Der eigene Logikcode, den ihr implementiert, müsst ihr natürlich noch selber testen. Der ist nicht von der Maschine erstellt und wahrscheinlich könnte ich jetzt auch Martin holen und der kann euch an irgendeiner dieser Tafeln vor. Rechnen, dass das nicht Turing vollständig oder irgendwas anderes ist und deswegen ist bewiesen, dass generierte Modell kann man generiert testen, nicht generierte Sachen nicht generiert testen. Das ist die Kernaussage. Unten links wird, während wir das hier ausführen, ein Klassendiagramm entstehen. Unten rechts werden zu den verschiedenen Szenarios, die wir schreiben, Objektdiagramme entstehen. Man kann das Ganze so weit treiben, dass man damit ganze Anwendungen schreiben kann. Hier oben sind so Beispielszenarien und was nicht alles so für Funktionalität noch in dieser Website steckt. Wir hören quasi hier vor diesem Testing auf. Also wir beschäftigen uns erstmal nur damit ein Datenmodell zu erstellen und wie das funktioniert. Ich glaube, hier unten irgendwo, ja, hier unten kann man so Web-GUIs dann mit, es ist. Sie haben viel gewollt, haben auch ziemlich überraschend viel geschafft. Wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt, das Plug and Play einfach aufrufen, loscoden oder die Beispiele nachempfinden, das kann man ja hier auch machen. Ich kann das mal zeigen. Man kann sich hier so Basic-Szenarien herholen und kann dann entweder hier oben per Button-Click oder wie das da sagt, über Steuerungen oder Mac-Commands, hauptsächlich Steuerung-Save. Kann man dann irgendwie anfangen, das auswerten zu lassen. Ich kann das mal vormachen. Wenn ich jetzt hier drauf drücke und er das bitte auch mal. Die haben alles auskommentiert. Nö. Machen wir das nächste. Ja, hier ist Code. Da sieht man schon. Warte. Scroll da mal ein bisschen ran. So. Da ist das Szenario. Da gibt es schöne viele Dinge, die erkläre ich gleich. Dann kann man hier unten sich den Testcode dazu angucken. Das heißt, hier irgendwie werden Sachen instanziiert. Unten werden irgendwelche Sachen gesetzt. Letzten Endes kann man damit auch Tests fahren. Hier oben sind die, ich glaube, vier Sachen, die er irgendwie gegencheckt. Also ob das Ganze kompilierbar ist und ob die Tests durchlaufen, ob die Tests kompilierbar sind. Und hier unten sind die beiden Sachen, die so ein bisschen interessanter sind, die immer noch sehr klein sind. Machen wir mal so. Das heißt, einmal ein Klassenmodell, einmal ein Objektmodell. Das haben wir irgendwie gerade gesehen. In dem Szenario steht anscheinend irgendwas wie, es gibt eine Stadt, die hat einen Postcode, die hat irgendwelche Einwohner als Zahlen. Und die hat eine Fläche in einem Double-Wert. Und hier unten ist dann das, was wir tatsächlich geschrieben haben. Irgendwie hat eine Fläche von, ich vermute mal, Quadratkilometer. Dann irgendwelche Einwohner und so weiter und so fort. Das können wir jetzt uns zunutze machen. Denn wenn wir aus einfachen Textbausteinen uns ein Klassenmodell und ein Objekt, doch ein Klassenmodell, Klassendiagramm, zusammenklicken können oder zusammenschreiben können, kommt später dieser wunderschöne, noch sehr graue Button hier oben zum Tragen. Der nimmt nämlich quasi die komplette letzte Hausaufgabe euch ab. Also Projekt erstellen, aufsetzen, Gitignore, schieß mich tot,
Alles. Wird alles dann hier gleich gemacht. Ich habe mir einen Zettel hier hingeschrieben, weil ich euch eine einzige Sache zeigen will, die ich nicht einfach fand oder nicht trivial fand, die man hier finden kann. Alles Mögliche funktioniert hier nach folgendem Schema. Ihr sollt irgendwie englische Sätze eintippen, die ansatzweise Freitext sind. Also ihr merkt gleich, wenn ich hier so ein bisschen was eingebe und dann immer wieder Steuerung Enter oder Steuerung Save drücke. Ab und zu findet er den Satzbau, das muss schon sehr spezieller sein. Sagen wir mal, there is a tool with name Hammer. Habe jetzt geschrieben, genau diesen Satz. Das heißt, ich habe irgendwie gesagt, ich möchte gern Werkzeuge haben und ich weiß, ich brauche einen Hammer. Wenn man jetzt hier runter guckt, hat er sich aus diesem Text schon einiges rausgenommen, was er denkt, was wir damit meinen wollen. Zum Beispiel, dass der Typ im Objektdiagramm ein Tool ist. Und den Variablennamen hat er hier direkt auch mit reingemacht. Und ich habe explizit gesagt, der hat den Namen Hammer, also hat er den auch einfach mit übernommen. Das hätte ich auch groß schreiben können, das geht einigermaßen. Im Klassendiagramm ist er jetzt hingegangen und hat gesagt, alles klar, ich weiß irgendwie. Soll eine Klasse Tools geben, die hat einen Namen, wird wahrscheinlich ein String sein, ist schon irgendwie richtig. Aber wieder ein bisschen weniger groß. Das kann man mit so ziemlich vielen Sachen machen. Was haben wir denn da? Ich wollte Materialien haben und zwar. Ich beweise mal, dass man das auch groß schreiben kann. Nicht Jammer. Auch wenn das bestimmt lustig wäre. Jetzt haben wir noch Materialien, die folgen derselben Logik. Ich kann jetzt auch, keine Ahnung. Achso, genau. Ich kann ja mal zeigen, wie ich das kaputt spielen kann. Ich nehme den Punkt am Ende weg und sage, okay, dann ist er nicht so glücklich. Albert hat gesagt, jeder Satz endet mit einem Punkt, ähnlich wie jede Zeile Code oder jede logische Zeile Code mit einem Semikolon endet. Wahrscheinlich kommen gleich Leute, die Python können und sagen, nö. Wir enden mit einem Punkt in diesen Szenarios. Man kann auch sehr lustige Sachen weiterhin machen. Arbeitet euch durch die Beispiele. Man kriegt langsam ein Gefühl dafür. Man kann da auch fröhlich drin rumändern. Man spielt die Seite damit nicht kaputt. Also die ist relativ stabil gebaut. Ich mache mal das vor, was ich vormachen wollte. Ich kann sowas sagen wie, oh Gott, worauf wollte ich hinaus? Ich will sagen, ich will jetzt eine Assoziation zwischen den Objekten hier unten herstellen. Das hatte ich vorher noch relativ gut. Ja, komm, ich bin mal so frei und hole mir hier eine Assoziation raus. Also ihr werdet sehen, dass das relativ einfach ist, hier zwischen hin und her zu springen. Gut. Ah, genau. Hammer ist usable tool. Nee, genau. Ja. Ihr merkt daran, dass ich die ganze Zeit so ein bisschen hin und her springe. Die Sätze sind doch relativ fest. Has usable tool. So, das sollte hoffentlich funktioniert haben. Also ich habe jetzt definiert, irgendwie der Nagel kann mit einem Hammer benutzt werden. Das sieht dann hier unten so aus. Ich habe jetzt gesagt, irgendwie ja, ne, ich habe meinen Nagel hier oben. Das Material, was ich haben will. Wenn ich den Nagel fragen würde, mit welchen Tools kannst du irgendwie bearbeitet werden, spuckt der letzten Endes Hammer raus. Das ist hier noch nicht eingezeichnet, weil er, genau. Das ist eine unidirektionäre Kante. Hier unten ist das eingezeichnet als Kante, hier oben im Klassendiagramm nicht. Albert ist dazu übergegangen zu sagen, wenn das eine unidirektionäre Kante ist, dann ist das nichts anderes als ein Attribut in meinem Klassendiagramm.
Kann man jetzt Fan von sein, dass er das so gemacht hat? Ich glaube, in der UML-Spezifikation Nummer, weiß ich nicht, steht drin, dass das ganz, ganz doll Pfui-Pfui ist. Da einfach irgendwelche Klassen aus unserem tatsächlichen Diagramm als Attributtypen zu verwenden. Ich kann es hier schlecht ändern, wir müssen damit leben. Ich habe es wenigstens mal erklärt. Was ich eigentlich zeigen wollte, ist, ich kann jetzt noch sowas sagen wie Nail, Has, Usable Tools, Hammer. Wenn ich eine bidirektionale Kante erstellen will, sage ich sowas wie Nail, Has, Usable Tool, and is. Jetzt brauche ich eine Bezeichnung. Sowas beispielsweise, das müsste funktioniert haben, genau. Ich habe jetzt gesagt, irgendwie der Nagel hat Usable Tools, Hammer und ist selber ein Utensil, wenn man das im Englischen so schreibt, ich hoffe. Jetzt haben wir es hingekriegt, dass hier eine bidirektionale Kante entstanden ist. Im Klassendiagramm hier oben seht ihr wahrscheinlich oder solltet ihr festgestellt haben, hey, da fehlen Kardinalitäten. Auch hier hat Albert sich gedacht, wenn er die Kardinalität 1 ist, kann ich das auch wegfallen lassen. Das erklärt sich irgendwie selber. Jetzt kommen wir zum Kernpunkt. Eine End-zu-End-Kante oder eine 1-zu-End-Kante funktioniert ungefähr so. Ich sage mal, ich habe End ja. Sagen wir mal, ich gebe mir jetzt noch andere Dinge dazu und zwar sowas hier. Ich habe jetzt noch einen Schraubendreher und eine Schraube. Hat er hier unten hoffentlich hingeschmissen? Ja, hat er. Stellen wir den Satz hier ein bisschen um. Ich möchte jetzt sagen, dass der. Oder ich schreibe es einfach mal hin. Andersrum. Der. Ach, ich drehe das falsch, glaube ich. Ich krieg das gleich hin. Ich krieg das hin. So. Wir ignorieren jetzt einfach mal, dass ich versuche, mit einem Hammer einen Nagel und eine Schraube in die Wand reinzudonnern. Weil es auch mörderrot ist. Warum ist es rot? Warum magst du mich nicht? Muss ich euch klein schreiben? Ich hätte das besser testen sollen. Wir gehen nochmal hier hin. Okay, ich glaube, das kriege ich nicht mehr hin. Ich springe zu dem Punkt, wo ich eigentlich hin wollte. Zu diesen End-zu-End-Kanten. Es gibt in dem Diagramm eine End-zu-End-Kante. Die sind nicht so trivial hier einzugeben. Es gibt. Ich sehe schon die lächelnden Gesichter. Es gibt in der Dokumentation einen Punkt, wo man das findet. Ich wollte das rausnehmen, um euch das Durchforsten des Ganzen zu ersparen. Ach ja, jetzt weiß ich auch, warum es nicht funktioniert. Haha, ich habe hier die ganze Zeit is hingeschrieben, da muss ein has hin. Ihr wisst jetzt, was ich meine mit dem nicht so Freitext. Jetzt sollte das funktioniert haben, dass wir mit dem Hammer ja einen Nagel und eine Schraube in die Wand bekommen. Das ist jetzt, warte, jetzt kann ich meine Erklärung von vorhin wieder aufnehmen. Wir haben jetzt vom
Tool zu den Materials eine Kante. Hier oben sieht man das jetzt in dem Klassendiagramm. Da ist jetzt ein Sternchen neben. Das heißt, er hat jetzt gemerkt, okay, das ist irgendwie eine zu Sternchenkante oder eine zu Endkante. Muss ich irgendwas, muss ich so darstellen. Jetzt wollen wir die Rückrichtung auch benennen. Ups. So, da habe ich die Rückrichtung wieder hergestellt. Ja, hat funktioniert. Genau. Ich habe jetzt gesagt, ein Hammer hat ganz viele Utensilien. Die habe ich hier hinten aufgezählt. Also eine Nagelschraube, ich könnte auch noch mehr hinschreiben. Und der Hammer selber ist ein nutzbares Werkzeug für die Utensilien, die ich reingeschrieben habe. Jetzt könnte man hingehen und versuchen, diese Rückkante genauso zu setzen, zu sagen, irgendwie, keine Ahnung, ich nehme die Schraube und sage, ich kann die Schraube also mit einem Hammer und mit einem Schraubendreher in die Wand bekommen. Drehe quasi also einfach die Bezeichnung in dem Satz, das funktioniert nicht richtig. Ihr meckert euch dann an und sagt irgendwie, ja, in die eine Richtung hast du gesagt, das ist 1 zu n und die andere Richtung ist es jetzt auch 1 zu n. Ich kann ja nicht beides in beide Richtungen machen. Man muss einen speziellen Satz dafür hinschreiben. Zwar den da. Also wir sagen jetzt, unser Hammer hat die Utensilien wie vorher und ist eines der Tools, die wir benutzen können mit diesen. Wenn wir das jetzt hoffentlich gemacht haben und ich mich genug in meinen eigenen Erklärungen verhaspelt habe, dann sollte hier am Ende eine Stern-zu-Stern-Kante stehen. Könnte sein, dass es ein bisschen schnell war und in der Mitte vielleicht ein bisschen schwach, aber arbeitet die Beispiele mal durch. Ihr könnt da in diesen Beispielszenarien, die hier oben vorgegeben werden, könnt ihr auch drinne rumschreiben. Ich könnte jetzt hier hingehen und könnte sagen, keine Ahnung, wo haben wir es? Da, Kassel ist die City. Dann würde das, glaube ich, ziemlich kaputt gehen, weil ich gerade nee, kann er immer noch. Warum mag er das immer noch? Das ist eine sehr lange Y-Kette. Der ist sehr zufrieden damit. Wegen der Bezeichnung hier mit Kassel, weil wir danach nur noch das Objekt als Referenzpunkt im Text nehmen. Egal. Was ich damit zeigen wollte, ist, ihr könnt in den Dingern einfach den Text ändern, ein bisschen damit rumspielen, versucht euch ein gewisses Gefühl dafür anzueignen. Das geht dann relativ schnell. Wenn ihr nur die Beispiele bis zu den Tests hier unten durchgeht, also nur bis zu diesen Special-Assoziationen, ist das überschaubarer Content. Ja, gut, er sagt auch extra nochmal, ihr könnt nichts kaputt machen, das wird nicht gespeichert, logischerweise irgendwie. Ihr könnt nur in diesem obersten Punkt hier, in diesem Strich, könnt ihr sagen, dass ihr gerne eure eigenen Szenarien schreiben wollt. Jetzt zu dem Punkt, wo wir mit der ersten Aufgabe noch weiter hin wollen. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt alles hier runtergeschrieben, was wir brauchen, um das Klassendiagramm hier unten quasi repliziert zu haben. Kann man sich sicher sein, alles klar. Ich möchte daraus jetzt ein Projekt machen, funktionierendes. Dann geht ein. Das kriege ich nie. Ich lasse es erstmal so groß, ich scroll gleich. Dann geht ein Fenster auf, der sich tatsächlich sogar schon gemerkt hat, was ich in meinem Probedurchlauf da reingeschrieben habe. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist nämlich kein Schuhmoas mehr. Ich nenne das jetzt einfach mal irgendwie so. Wir haben eine Tool-Demo. Das ist auch schön. Machen wir hier auch nochmal Tool raus. Für die, die es schon gesehen haben, das sind dieselben Fragen, die IntelliJ euch auch gestellt hat in der letzten Hausaufgabe, als ihr ein Projekt aufsetzen wolltet. Das heißt irgendwie, welche Package und Group Name wollt ihr haben? Das fasst er hier zusammen, weil es nicht wirklich wichtig ist, dass es unterschiedliche sind. Ein Projektnamen, eine Versionsnummer, belasst die so. Ein File-Output, belasst den so. Ihr könntet jetzt Save und Close drücken. Oder wir lesen uns den Kram hier unten durch. Man kann das Ganze nämlich als Gradle-Projekt downloaden. Das Ganze wird dann in eine ZIP-Datei rausgemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machen das. Jetzt muss ich in meinen hier. Nein. Kann so. Lösche ich kurz das hier raus? Nö. Hau mir das hier rein und kann es hierhin entpacken. Jetzt musste ich aufpassen, das ist mir nämlich beim ersten Mal auch passiert.
Man muss dem Ganzen hier einen anständigen Namen geben, weil in der SIP tatsächlich nur die Dateien aus einem Gradle-Projekt drin sind, nicht das Gradle-Projekt als Ordner selber. Ich bin mir erstmal auf die Füße gefallen, da hatte ich in meinem Workspace auf einmal ein ganzes Projekt drin, also hätte ich mein Workspace als eigenes Projekt in mein, also, So, Tool-Demo. Extrahieren. Wunderschön. Ihr seht schon, hier ist eine Gitignore drin. Die ist nicht ganz so umfangreich wie die, die wir in der letzten Hausaufgabe gegeben haben. Wir haben die nochmal in dem jetzigen Post verlinkt. Tauscht die bitte aus oder copy-pastet den Inhalt. Hier sind diese ganzen Betriebssystemdateien für Apple also hauptsächlich für Apple-Nutzer nicht mit drin. Das heißt, wir würden dann irgendwie diese komischen Punkt DS-irgendwas-Dateien mitbekommen. Die stören meistens nur. Kann ich hier rausgehen, meine IDE aufmachen und kann sagen, alles klar, ich möchte gerne ein Projekt öffnen. Das ist in dieser wunderschönen, hier ist der IntelliJ-Ordner irgendwo. Da unten. Und hier sollte irgendwo ein Demo, Tool-Demo, so rum habe ich es geschrieben, da unten. Sage ich ihm, okay, öffne das mal bitte. Damit sollte er eigentlich kein Problem haben. Das ist so konfiguriert, dass er jetzt noch ein bisschen rödelt, um die ganzen Sachen auszutesten, also ob das Ganze kompiliert, sich die Dependencies nachzuladen, all diesen wunderschönen Kram. Da erinnert mich IntelliJ nochmal daran, guck mal hier, ich könnte schneller sein, bei dir aber nicht. Los, beeil dich. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe eben gerade bei diesem wie nennt es sich? Ja, Kontextmenü. Die Dinger nennen sich Kontextmenüs. Habe ich diese Erklärung relativ schnell weggeklickt. Die erfordert, dass ihr was Bestimmtes mit Gradle macht. Ich weiß nicht, hat irgendjemand von euch Gradle so installiert und hat da irgendwie auf der Command Line irgendwas mitgemacht? Das ist einmal groß laut Nein. Braucht ihr auch nicht. Jetzt kommt das allererste Mal, dass die Command Line schneller wäre, als sich hier durchzuklicken. Zeige ich euch warum. Ihr habt jetzt hier euren Ordner, da ist ein Szenario drin. Und in dem von uns vorher angelegten Package ist hier diese Markdown-Datei nochmal zum Nachlesen. Lesen. Haha, Presentation Mode. Steuerung E war das. Nee, Steuerung E war das zum Aufrufen. Ich musste da manuell rein. Ja, nein. Ja. Weiter oben. Sag mir, wenn ich da bin. Ah. Herzallerliebst. So, Steuerung E, damit ich mein Projekt sehe. Ansonsten fühle ich mich ein wenig unwohl. Das ist dasselbe Szenario, was wir gerade implementiert haben. Sollte uns nicht wirklich stark verwundern. Was euch wahrscheinlich auffällt, ist, das ist das Einzige, was in dem Projekt momentan drinnen ist. Das Generieren der Klassen müsst ihr noch per Gradle anstoßen. Das ist das, was in diesem Kontextmenü drinnen stand, was ich so schnell weggeklickt habe. Dazu geht ihr hier in die Tasks und ihr wurdet aufgeführt, diesen Check-Task auszuführen. In IntelliJ ist das ein Doppelklick und ein kurzes Warten. Dann geht hier unten das Fenster auf, was alles unübersichtlich macht. Aber ich kann das ja mal groß ziehen, damit man sieht, dass da tatsächlich was passiert. Das sollte nicht so lange dauern. Ah, jetzt. Dann sagt er einmal ganz viel, ja, ich kompiliere Java, ich lese dein Szenario, ich baue daraus Sachen, ich baue daraus Tests, guck mal, hat funktioniert. Dann gehen wir wieder rein und sehen jetzt, juhu, wir haben Java-Ordner. Und da sind neben einem wunderschönen Klassendiagramm eine YAML-Datei drin. Weiß jemand, was YAML ist? Gut, braucht ihr auch nicht. Nein, ich erkläre es kurz. Haha, den Fehler wollte ich haben. Nice. YAML zur schnellen Erklärung ist wie Markdown, Markup Language. Da steht ganz viele Dinge drin. Prinzipiell steht da alles drin, was eure Klassen können.
Braucht ihr euch wirklich nie angucken. IntelliJ meckert jetzt rum, dass ich keine SDK, also keine Ahnung, Java 12 oder sowas, eingebunden habe. Es ist Absicht, dass das passiert. Ihr müsst tatsächlich hingehen und sagen, welche ihr haben wollt. Ich weiß gerade auswendig, dass das die Open JDK ist, die wir ganz am Anfang mal runtergeladen haben. Derjenige, der das programmiert hat bei uns, ist Adrian. Jetzt habe ich seinen Namen geshoutoutet, der muss ja jetzt mit Leben alle Beschwerden über die Webseite bitte an ihn. Hat das mit Absicht nicht eingebunden, weil es nicht voraussehbar ist und weil er sich nicht dem antun wollte, da irgendwie über Gradle Java-Versionen auf verschiedensten Betriebssystemen und Versionen von Betriebssystemen zu installieren. Wir sind dann irgendwann übereingekommen zu sagen, die SDK ins Projekt muss selber eingebunden werden. Ihr wisst mittlerweile, wie das geht. Wenn ich das hier einmal mache, wird alles Rote auf einmal weiß und er freut sich ganz doll, dass wir Java 12 oder irgendwas eingebunden haben. Gut. Das war der erste Teil. Das war tatsächlich die erste Aufgabe. Es war jetzt ein bisschen mehr Erklärung als tatsächliches Zeigen, weil ich irgendwie versuchen wollte, so ein bisschen was mitzugeben, wie man das Ganze benutzt. Der Mittelteil ist nicht so gut gelaufen, aber hey, ich bin halt kein Prof, das muss Albert machen. Ich gehe jetzt direkt zu Aufgabe 2 über. Da sollt ihr FuLib benutzen. Überraschung, hinter FuLib.org steckt FuLib. Also FuLib ist das eigentliche Generierungstool, was Albert geschrieben hat. Das hat er in Java geschrieben, wenn ich nicht komplett auf dem falschen Fuß bin. Ist eine Dependency, die wie alles andere auch über Gradle in das Projekt importiert werden kann. Ist hier tatsächlich noch nicht passiert, da müssen wir, glaube ich, gleich nochmal zurück. Ich habe das nochmal in der zweiten Aufgabe verlinkt, wir gehen da einfach mal hin. Zurück zu den Aufgaben. Aufgabe 2. Achso, ja, genau. Ich habe alles in der ersten Aufgabe beschrieben, was gemacht werden soll, was eingegeben werden soll. Ihr kriegt das hin. Ich bin da fest der Überzeugung. Zweite Aufgabe ist das größere Datenmodell. Wofür ihr auf FuLib geht und dasselbe tut, was man immer tut, wenn man hier hingeht. Man kopiert sich einfach nur diesen, warte, ich mach's mal größer. Man kopiert sich nur diesen Dependencies-Part. Hier unten drunter ist, wie man das benutzt. Das stelle ich jetzt kurz vor. Da gibt es nicht so viele Dinge, die man beachten muss. Ich brauche meinen Gradle-Tab. Jetzt sage ich Gradle, guck mal hier, ich habe was Neues hinzugefügt. Lad mir das bitte runter. Das ging tatsächlich ziemlich schnell. Hey, jetzt hat er da auch wieder Farben reingemacht. Er hat es wohl erkannt. Wir gehen hin und machen uns eine neue Java-Klasse. Ich habe sie, also ich mache es aus historischen Gründen, weil das Tool vor FuLib war SDMLib. Falls das noch jemand kennt, ich vermute mal nicht. Das musste man in Tests schreiben, die Code-Generierung. Mittlerweile hat Albert das umgestellt, dass man das auch in ganz normalen Klassen machen soll. Ich habe euch jetzt gezwungen, das auch in Tests zu machen, weil ich das immer noch so mache und ansonsten selber verwirrt bin. Wir gehen in deuniks.tools und nennen das Ganze. Aha. City-Tests. Wunderschön. Hat er hier reingeschrieben. Wir wollen einen Test haben. Autocompletion, danke. Public Void. Ich nenne ihn GenModel. Überraschung. Sehr kreative Namenswahl. Da drinne tippen wir jetzt alles runter, was sich mit der Code-Generierung beschäftigt. Natürlich weiß ich das nicht auswendig. Warum auch? Wie ich eben gerade schon gesagt habe, die erste Zeile klaue ich mir immer von hier. Weil ich mir nicht merken kann, dass ich den Class-Model-Builder brauche. Der kommt aus FuLib. Steht hier oben auch. Da steht aus FuLib. Und wir brauchen FuLib selber. Auch wunderschön. Das soll bitte in. Packen wir das mal da rein. City.model finde ich schön. Das finde ich toll. So,
Wir haben jetzt einen Class Model Builder hier drin. Der Class Model Builder ist die Hauptkomponente, die Foolib benutzt, damit ihr irgendwelche Sachen machen könnt. Ihr könnt zum Beispiel sagen, Model Builder, direkt erster Vorschlag, bau mir doch mal eine Klasse. Gehe ich hin und sage, bau mir doch mal die Klasse mit dem Namen City. Und wenn ich den Shortcut noch weiß, hier, kriegen wir auch sowas erstellt. Ich habe jetzt mir quasi mit diesem Befehl baut in diesem Class Model Builder, also dieser Model Builder Klasse an sich. Da drinnen wird ganz, ganz viel Wustes Zeug und Voodoo hin und her geschmissen. Falls ihr euch das mal von innen anguckt, viel Spaß. Da passieren Dinge drin, die sind mir nicht geheuer. Also, das werden wir später nochmal mitbekommen, wenn wir die Oberfläche schreiben. Ja, wir schreiben in der Veranstaltung noch Oberflächen. Da passiert auch eine ganze Menge Voodoo. Da irgendwelche Verbindungen so in das Fenster, heilige. Da passieren Dinge. Jetzt kann ich hingehen und sagen, ich habe mir das City, die City als Klasse irgendwie abgespeichert. Darauf kann ich jetzt auch wilde Dinge tun. Möchte darauf einen Attribut haben. Das gibt viel, was man hier angeben muss. Erstmal einen Namen, zum Beispiel Name, weil es so gut funktioniert hat. Also das Ganze soll ein Attribut Namen besitzen. Welchen Typ das besitzen soll, müssen wir auch eingeben. Der Model Builder hat, wenn mich nicht alles täuscht, ja, hahaha, irgendwo lag das. Hilf mir mal einer. Da. Wusste ich doch, dass es ein Model Builder ist. Im Model Builder sind Konstanten oder sind doch Konstanten enthalten für die ganzen Basistypen. Also String, Double, Integer, alles Mögliche. Wenn ihr spezielle Sachen braucht, müsst ihr verstehen, wie Foolib intern funktioniert. Brauchen wir zum Glück nicht. Ihr braucht quasi nur Strings und ein paar Integer. Das hätte mir jetzt das Attribut Name zu der Stadt hinzugefügt. Wir wollen jetzt, möchte ich an der Stelle hier, möchte ich an der Stelle was Ähnliches zeigen, was ich eben gerade auch gezeigt habe. Und zwar eine Zeile, die ein bisschen komplizierter ist und durch die man nur weiß, wenn man A, wie ich, zu Albert gesagt hat, Albert, bau das gefälligst in Foolib ein. Und Albert dann ganz laut sagt, nee, das braucht man doch eh nie, mach das doch so und so. Und dann stellt man sich wieder vor Albert und sagt, Albert, bau das bitte in Foolib ein. Und irgendwann habe ich ihn breitgeschlagen bekommen, dass er es einbaut. Zwar nicht so, wie ich mir das gedacht habe, aber hey, ich habe ihn dazu bekommen, das wenigstens einbauen zu lassen. Und zwar brauchen wir dafür eine weitere Klasse. Die nenne ich jetzt mal K, weil es vorher so gut funktioniert hat. Wirst du das wohl wieder ausklappen? Gut, hab ein K. Was ich jetzt erstellen möchte, ist eine unidirektionäre Kante von der Stadt zu einem Auto. Weil der Stadt relativ, also weil dem Auto egal ist, in welcher Stadt es steht, aber dem, keine Ahnung, der Umweltbehörde ist sehr, sehr wichtig, wie viele Autos in der Stadt stehen. Normalerweise würde man jetzt hingehen, wie man normalerweise in Foolib hingeht und sagen, bau mir doch bitte mal eine Assoziation. Das Problem bei einer Assoziation, wie sie Foolib benutzt, ist, sie ist nur bidirektionär. Es gibt keine, bau mir eine unidirektionäre Assoziation. Ja, ich habe genauso geguckt. Man muss hingehen und sagen, ich hätte gerne ein Attribut. Und zwar nicht auf der im Auto, sondern auf der Stadt möchte ich das haben. Das Attribut hat den Namen Cars oder Car. Machen wir es erstmal einfach. Jetzt kommen wir irgendwie in die Bredouille, dass, naja, der Model Builder kennt die von mir noch nicht mal erstellte Klasse natürlich nicht. Wie sollte er auch? Wir benutzen jetzt böse Java-Magie. Und zwar gehen wir hin und sagen, Car, gib mir doch bitte mal deine Class. Achtet darauf, das ist mit ZZ geschrieben. Das ist Alberts eigene Bezeichnung für die Klassen, die er intern aufbaut, um daraus richtige Klassen zu generieren. Ich habe das vorhin angedeutet, da ist sehr viel Voodoo drin. Und der können wir jetzt sagen, gib mir doch mal bitte deinen Namen. Das kriegt der hin. Der weiß jetzt, ich habe ein Attribut Cars, das kriegt von der Klasse, die ich noch erstellen muss, deren Namen muss ich hier einfügen. Vielleicht
Ich generiere das gleich mal tatsächlich auch nochmal, damit man sieht, dass das tatsächlich funktioniert. Das wollte ich nicht. Ich wollte es nicht verschieben, ich wollte es duplizieren. So. Machen wir mal kurz das zweite Beispiel, damit man auch mal die Nutzung von den bidirektionalen Assoziationen gesehen hat. Das hier baut uns eine schöne unidirektionäre Kante, das baut uns Attribute. Um das Ganze fertig zu machen. Ups. Nein. Falls einer von euch weiß, warum mein Rechner aus mir nicht erfindlichen Gründen teilweise meiner Tastatur auf Englisch umstellt und ich das nicht ausstellen kann. Alt-Shift könnte funktionieren. Ich habe mich bis jetzt immer gewehrt, das zu googeln. Weil es einfach teilweise manchmal wirklich random auftritt, während einfach nur einem Eingeben von irgendwas. Machen wir nachher. Eine Assoziation hat, wenn du das auf irgendwas aufbauen möchtest, möchtest wissen, zu was für einer Klasse soll ich das bauen und wie heißt der ganze Kram, was für eine Kardinalität, das ist alles ein Aufruf. Und jetzt darf ich nicht durcheinander kommen, ansonsten komme ich in die gleiche Hölle wie beim Testen von dem Ganzen. Da habe ich nämlich die Reihenfolge aus Versehen vertauscht und mich gefragt, warum alles kaputt geht. Wir wissen, wir wollen gerne zu einer Person eine Verbindung aufbauen. Das möchte von meine Stadt soll wissen, wie viele Personen da drin sind und umgekehrt. Jetzt sage ich ihm, ja, ich darf es nicht durcheinander bringen. Dieser vorgegebene Kram da, den IntelliJ per Autocompletion oder per Suggestions einblendet, ist ein bisschen misleading ist das Wort, was im Englischen nicht, das Deutsche nicht mehr auf die Kette. Egal. Danke, irreführend. Ne, wenn man den ganzen Tag nur irgendwelche englischen Texte liest, ist man irgendwann am Arsch. Wahoo! Ich möchte Personen haben. Das Ganze braucht eine Kardinalität. Ja, ihr habt richtig geraten, wie ihr wahrscheinlich innerlich schon erraten habt. Wir holen sie aus dem Modelbilder raus. Und zwar heißt die mb.many für zu Sternchen. Das Ganze gibt es auch mit One. Wir wollen hier aber eine Many-Kante haben. Das heißt, ich habe jetzt schon mal beschrieben, alles klar, ich möchte eine Assoziation ausgehend von der Stadt haben. Das geht zu Personen. Die Bezeichnung ist Persons, die Kardinalität ist Many. Jetzt müssen wir noch die Rückrichtung machen. Normalerweise hätte ich erwartet, dass man an der Stelle aufhören kann, damit man eine unidirektionäre Kante, aber nein, haben wir nicht. Die andere Richtung heißt Hometown, hatte ich sie, glaube ich, genannt. Und hat eine, machen wir doch mal hier eine 1. 1 zu n. Das sollte funktioniert haben. Cool. Das alles, was ihr braucht, um ein Klassendiagramm generieren zu können. Ihr seht schon, hätte ich das per Hand implementiert, irgendwie drei Klassen, ein Attribut, eine unidirektionäre Kante, eine bidirektionäre Kante mit sowohl add, remove, with, get, set und so weiter und so fort. Es hätte mich ein bisschen lange gedauert. Ich habe jetzt mit Erklärungen ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde, glaube ich, gebraucht. Geht schnell. Geht sehr, sehr schnell. Jetzt brauche ich den Generierungscode. Vergesst bitte nicht, wir haben es extra nochmal hingeschrieben. Vergesst bitte, 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 bitte nicht am Ende euer Modell auch zu generieren. Das kommt immer wieder, dass die Leute ihr Modell nicht anständig generieren. So. Tada! Was man jetzt machen, also was ich gerade gemacht habe, ist, du musst dem Model Bilder sagen, gib mir doch mal das fertige Klassenmodell mit diesen ganzen Classes mit 2Z. Und dann kannst du Fulip sagen, generier das doch mal. Ich gehe jetzt hin und führe diesen Test aus. Dann macht er mir wieder Konsole auf, sagt ganz viel Kram. Und wenn ich das richtig gemacht habe, ist das grün. Hätte ich jetzt bei dieser bidirektionalen Assoziation die Seiten vertauscht, hätte er mir das gesagt. Ich hoffe mal, ich gehe jetzt in das Datenmodell rein und habe es nicht vertauscht. Ansonsten muss ich mich da nochmal korrigieren. Ja, funktioniert. City hat ein Auto, das ist hier rein generiert. Und ein City hat einen Namen und
Ja, schön. Das ist die einzige Zeile, die ich sehen muss. Er hat eine Arraylist mit Personen angelegt und bei der Huch. Ich bin ja schon in City. Alles wird gut. In der Person müsste es genau andersrum sein. Ja, genau, da hat er eine City mit Hometown angelegt. Die Generierungscode könnt ihr euch angucken. Der hat noch so ein bisschen Boilerplate hier unten drunter. Da ist so Property Change Listener, das brauchen wir später. Bei der Implementierung der Oberflächen kommt das zum Tragen. Das erklärt Albert aber auch dann alles. Das war es im Grunde genommen schon. Also, das ist alles, was man zur Code-Generierung braucht. Ich hoffe, die meisten sehen an dieser Stelle, ja, das ist erschreckend einfach. Da hinten sind schon mal Fragen, können wir einfach drauf eingehen. Einmal vorne und dann hinten. Sehr gut, hätte ich fast vergessen. Machen wir doch mal. Gott, weil ich mich mit Autos nicht auskenne, für die Leute, die VW nicht mögen, es tut mir leid. Das ist das Einzige, was mir gerade eingefallen ist. Eine Vererbung kann man hier ähnlich wie alles andere erstellen mit einem Set Superclass. Ich kann einer. Nee, ich glaube, ich muss das andersrum. Andersrum, andersrum, andersrum. Ich sage dem Erbenden, wovon es erbt. Beispielsweise jetzt, ne, VW ist ein Auto, eine ganz bestimmte Marke von Auto. Das heißt, ich kann hingehen und kann sagen, jedes VW-Auto ist ein Auto, aber nicht jedes Auto ist ein VW. Ne, Faustregel solltet ihr kennen. Gehe wieder hin, lass das einmal laufen und wenn er hoffentlich grün durchläuft, ja, sollte ich hier drinne jetzt auch eine VW-Klasse haben, die von K erbt. So funktioniert das. Da wollte ich hin. Ich hoffe, also, falls ihr irgendwas machen wollt, irgendwas fancy umsetzen wollt, alles in eine Zeile schreiben, A, bitte nicht alles in eine Zeile schreiben, danke. B, ich glaube, ich habe alles gezeigt, was ihr braucht. Ich glaube, ich habe gerade eine Musterlösung implementiert. Na gut. Ist ja auch nur eine Hausaufgabe ohne Vorlesung, ne? Also, wir wollen jetzt mal nicht den Teufel an die Wand malen. Da vorne war noch eine Frage. War das einfach dieselbe oder? Nee, er generiert mir dann immer das dazu. Also was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas wieder rauslösche aus meiner Modelbilder-Datei? Du meinst hier aus der Modelbilder-Datei irgendwas rauslöschen? Du meinst zum Ja, Beispiel, also wenn ich das jetzt wieder rausnehme, nimmt er das dann auch aus meinem Code wieder raus? sobald du die Generierung einmal laufen lässt, sollte er das tun, ja. So, gehen wir einmal rein. Schon ist es weg. Also ich habe die Vererbung rausgenommen. Die Vererbung ist nach einmal generieren wieder rausgenommen worden. Und wie ist das? Also auch wenn ich dann selber noch was reinimplementiere. Ich wusste, dass die Frage kommt. Es ist schön, dass die Frage kommt. Wir generieren unser Datenmodell aus einem Grund, dass wir da keinen Fingerschlag mehr für machen. Jetzt kam irgendwie die Annahme oder wahrscheinlich hast du dir gedacht, hey, ich muss ja irgendwie noch sinnvolle Sachen zu den Klassen hinzufügen. Da müssen ja eigentlich noch Methoden rein, die da irgendwas dran ändern. Nein, müssen sie nicht. Das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte. Wenn wir Oberflächen oder generell ganze Anwendungen für den Desktop-Rechner entwickeln, machen wir das oder bringen wir das nach Model View Controller Pattern bei? Das Model ist seine eigene Schicht in dieser ganzen Sache. Wir rühren da nichts an. Wir fügen da keinen manuellen Code hinzu. Alles, was da irgendwie gesetzt, verändert werden und gerechnet werden muss, kommt in die Controller-Schicht. Die ist diejenige, in der wir unseren eigenen Code schreiben. Es gibt Leute, die View Model, das Pattern als solches mögen. Da wird quasi diese Controller-Schicht komplett rausgemacht und das gemacht, was du sagst. Ich glaube, Albert würde an dieser Stelle sagen, solche Leute schubsen auch Kinder von den Fahrrädern, nur damit sie auf dem Boden liegen und weinen. Machen wir natürlich nicht. Es gibt bestimmt gute Gründe, warum man das eine oder das andere Pattern benutzt. Fragt mich jetzt, nagelt mich nicht auf der Frage fest, da bin ich nicht drauf vorbereitet. Okay, und dann noch eine Frage. Ja, gleich noch eine Frage. Wir haben da jetzt bei Aufgabe 1 diese super coole Online-Umgebung benutzt, Ja. die das doch eigentlich auch kann.
Ja, diese Online-Umgebung kann alles bis auf Vererbung. Das habe ich bis heute nicht hingekriegt, dass Albert das akzeptiert. Ja, die Online-Umgebung benutzt nur FooLip im Hintergrund, also die macht nichts anderes als automatisch diesen Generierungscode generieren. Ja, wir sind in dieser Abstraktionsebene angelangt. Es gibt aber noch keinen Wortbaustein für Vererbung. Ich habe Albert mal vorgeschlagen, dass er so einfache Sachen machen könnte wie, keine Ahnung, every VW is a car. Ist ja genau das. War noch nicht so von überzeugt. Bestimmt irgendwann später mal. Ich mag FooLip an sich, also das in der IDE, was wir hier benutzt haben, gegenüber der webbasierten Lösung deutlich mehr, weil ich mehr Kontrolle darüber habe. Der Code ist deutlich kürzer und ich muss keine englischen, wohlformulierten, in großen Anführungsstrichen, Sätze schreiben. Ich habe das Gefühl, ich habe damit mehr Kontrolle darüber, was ich tue. Wenn Leute von euch Experten darin werden, richtig kurze Szenarien zu schreiben, die riesige Daten, die riesige Klassendiagramme erstellen oder generell Modelle erzeugen können, voll cool. Deswegen gibt es diverse Tools, mit denen man das Ganze machen kann. Man kann theoretisch nutzen, was man cool findet. Ihr seid jetzt dazu angehalten, in der Veranstaltung das zu benutzen, was wir cool finden. Wenn ihr danach irgendwas was Besseres habt, es gibt noch Projekte und Seminarthemen, kommt vorbei. Wir haben genug Kapazitäten, um da irgendwie was drüber zu machen. Aber ich vermute mal, das hat die Frage einigermaßen okay beantwortet. Ein Nicken sagt ja. Wenn keine weiteren Fragen existieren, die dritte Aufgabe ist implementieren. Das kriegt ihr hin. Das ist wirklich, in der Aufgabenstellung steht alles, was ihr wissen müsst. Implementieren könnt ihr seit 2 Semestern, für die, die im dritten sind. Wenn keine weiteren Fragen zu foolib.org oder foolib oder zur Hausaufgabe an sich bestehen, dann würde ich an der Stelle tatsächlich auch schon beenden. Hier vorne ist noch Eine was. ganz kleine zur Aufgabe 1. Aufgabe 1, ja. Die Verbindung zwischen K und Pearson. Ist es gewollt, dass K mehrere Owner haben? Also klarstellen. Ja, ich hätte es Carsharing nennen sollen, verdammt. Ja, also das ist gewollt, dass das diese Stern-zu-Stern-Kante ist. Muss ja irgendwo mal was Neues machen. Kann ich nicht jedes Mal dasselbe Beispiel benutzen. So, das sieht danach aus, als hätten wir keine Frage mehr. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit.